Die Göttin der Weisheit, nämlich die Pallas Athene, die zeigt dem Parlament naturgemäß nur ihren Rücken. Und an Tagen wie diesen hat sie auch allen Grund dazu, denn der rot-blaue Machtmissbrauch-Urausschuss, der geht ohne Weisheit, ohne Auskunftsperson und ohne wirklich neue Erkenntnisse hier zu Ende. Thomas Sieler, einst Chef der Werbeagentur Ideenschmiede, mittlerweile heißt sie Science und einst auch mit Herbert Kickl zusammengearbeitet. Der hat krankheitsbedingt heute gefehlt. Die Polizei hat sogar Ausschau nach ihm gehalten. Es gab ja den Antrag auf eine polizeiliche Vorführung. Sie hat ihn aber an seinem Wohnort nicht angetroffen. Kritik daran gibt es von der FPÖ. Christian Hafenecker meint, die ÖVP würde nicht einmal davor zurückschrecken, chronisch kranke Menschen hier dort zu belassen, wo sie sind, nämlich zu Hause und nicht hier dem Parlament vorzuführen. Und ähnlich sieht es auch der Anwalt von Sieler, nämlich Johannes Power. Der hat schon einst HC Strache vertreten. Er ortet überhaupt eine Lüge. Und zwar aus dem Grund, Andreas Hanger hat gemeint, die Polizei habe Sieler bei seinem Wohnort nicht angetroffen, dafür aber ein Zeuge, und zwar in der Nähe des Strandbades in Klagenfurt. Später hat sich dann allerdings herausgestellt, dass Sieler wohl das Auto seiner Frau getauscht haben dürfte und dass sich die Frau dort befunden habe. Hanger wiederum meinte, Sieler sei in der Nähe des Strandbades gesehen worden, also er hat die Meinung etwas revidiert und meinte in der Villacher Straße. Andere wiederum meinen, Sieler sei überhaupt im Ausland, wie auch immer, im Parlament war er auf alle Fälle nicht anzutreffen. Die Weisheit, ja, das ist so eine Sache. Manch ein Kommentator und auch politischer Beobachter ist der Meinung, es braucht eine dringende Reform des Urschusses, denn viele Ideen, die ursprünglich die Ideengeber auch hatten, war, dass Auskunftspersonen tatsächlich auch Auskunft geben. Man kann sich aber relativ leicht auch hinaus mogeln, indem man eine Beugestrafe kassiert. Das sind dann 1.500 Euro Strafe, also nicht allzu hoch. Und das fällt gerade bei Millionären oder auch gefallenen Milliardären nicht wirklich ins Gewicht. Auch Live-Übertragungen wären natürlich gerade im Sinne unserer Zuseher eine Reform, die wäre zwingend nötig. Dann wird die Pallas Athene zwar ihren Rücken weiterhin dem Parlament entgegenstrecken, aber dann wäre die Weisheit irgendwann vielleicht doch wieder zurück.